Flitterwochen in Mexiko, Digga. Wichtiges Video, ich schwöre. Das müssen wir uns auf jeden Fall angucken, weil der Mann, ne, der ist ja bereit, die zu heiraten und so, Digga. Ja, deswegen muss man ein bisschen gucken, was abgeht. Da. Ich schwöre, Digga, so eine Bluffbeziehung, ne? Okay, wir haben uns jetzt zwei Fahrräder ausgeliehen. Weißt du, was für ihn ein richtiges Zeichen war, dass sie ihn liebt? Was? Dass sie sich Tattoo von seinem Gesicht machen will. Heftig. So, wahre Liebe. Und wir fahren jetzt zum Strand. Es ist so geil. Allein der Vibe hier und alles. Einfach hier mit einem Fahrrad zum Strand zu cruisen. Die Sache ist, man muss ein bisschen aufpassen. Wenn man jetzt nicht so auf einem Gehweg fahren kann und auf der Straße fahren muss, ist absolute Katastrophe, yeah. Weil die gar nicht aufpassen. Die Straßen auch, die fahren irgendwie, wie die wollen. Polizei juckt hier auch gar nichts. Aber auf jeden Fall, wir sehen uns gleich, wenn wir am Strand sind. Die Qualität, Leute, so scheiße, die Geier. Was ist das für eine Qualität? Wir sind jetzt am Strand angekommen. Ey, es hat 30 Grad. Dass ich nicht kenn. Es ist ein bisschen windig, aber der Wind... Warum macht er seine Kamera nicht mal kurz sauber, Digga, auf korrekt? Ist sogar warm. Weil das nicht muss. Wir reagieren trotzdem. Ja, aber Digga, trotzdem, weil, Digga. Oh mein Gott. Man muss gar nichts, Digga, weißt du? Gott. Also der Strand in Barcelona war schon schön. Er nimmt, Digga, er nimmt der auf Sand jeden Fall. Hier und der Strand, das ist insane. Es ist sowas von insane. Oh mein Gott. Ich sterbe. Und das Wasser, ich weiß nicht, ob man es sieht. Es ist teilweise hellblau. Türkis. Wir sehen so das. Schön. Da vorne Musik, der hat alles gefickt, Digga. Ich hoffe einfach, die Kamera fällt nicht runter. Also ich feier das, was die beiden waren. Ich glaube, wir müssen echt öfter auf die beiden reagieren. Sympathisch. Wenn die Cam runterfällt, war's das mal. Okay, aber was sagt die Freundin da bitte, Digga? Kann mir das jemand erklären? Oh mein Gott, die labert mir hier irgendetwas von entspannt. Ja, wenn man drin ist, dann ist man entspannt. Ja, das kenne ich auch irgendwo anders, ja. Okay. Cringe. Cringe. Perfekt. Oh, es ist so schön. Ich sage diese Vorteil-Musik an, die fickt mein Leben. Bruder. Leute, wir haben es geschafft. Also Leute, unsere Getränke sind da, deswegen müssen wir jetzt raus. Halt die Kamera. Sorry, ich gönne euch den View nicht. Okay, Leute, wir sind... Okay! Deine Freundin ist doch Kylie Jenner! Wir sind hier in einem veganen Restaurant in Tulum, in der Innenstadt. Es war wirklich sehr schwer, ein veganes Restaurant zu finden. Ich muss ehrlich zugeben, wir haben gesündigt die letzten Tage beim Frühstück. Einfach Bacon und Eier gegessen. Und Milchprodukte und Käse. Wir sind nicht stolz auf uns, aber es musste sein, wir konnten nicht verhungern, weil es ist so schwer hier in Tulum was Veganes zu finden. Aber gebt euch mal dieses schöne Restaurant. Überall alles mit Bambus. Ich finde es richtig schön. Und wir sind mittlerweile im vierten Tag angekommen. Der Vlog ist ein bisschen lost, aber die letzten Tage hatten wir sehr viel. Ja, er weiß selber, Digga. Er weiß selber. Aber ich schwöre, ich feiere ihn irgendwie, ne? Der hat eine Art, die ist einzigartig. Keiner ist so. ...gemacht und ich hatte nicht die Kamera dabei. Wir waren bei einer Cenote. Wenn wir es nochmal zu einer Cenote gehen sollten, dann... Ich habe doch genug Aufnahmen auf meinem Handy. Stimmt, die blende ich jetzt ein. Genug Aufnahmen auf meinem Handy, ja? Hast du auch Aufnahmen mit dem Spanier gehabt? Von der Cenote. Weil die haben ja nichts gemacht. Er vertraut dir. Cenote?
Oh, das sieht geil aus, aber ne, das Wasser und so, Digga. Ja. Das ist schon heftig. 3, 2, 1. Okay, wir müssen jetzt gehen. Ja, nur gekocht, Digga. Ist doch normal. So sieht wahre Liebe aus, meine Couple Freundin. Couple Goals. Das sind Couple Goals, ehrlich. Ich lass jetzt raus. Dann gehen wir noch die Tage zu einer Lagune. Das werdet ihr auch sehen, falls ihr nicht wisst, was eine Lagune ist. Ich kenne Lagune auch nur von SpongeBob. Okay, Leute, wir sind jetzt in einem archäologischen Park mit Maya-Ruinen. Es sieht hier richtig heftig aus. Ellie meinte gerade auch schon, dass es hier... Ich war gestern in ETS im Yoshimite Park, Digga. Heftig. Jo, wo war ich, Digga? Wo ist das? Genau, stand das, weiß ich nicht genau, aber ich war da, das Nationalpark, und ich bin da durchgefahren und musste da eine Strafe zahlen, weil man da nicht durchfahren darf, wenn man Sachen liefert und sowas. LKWs auf dem Riff. Easy lucky. Ihr hier vorkommt wie in Jumanji, dann gehen wir gleich zur Mukil Lagune. Das wird so heftig, und machen eine Bootstour. Da nehmen wir euch auch gleich mit. Und wenn wir jetzt hier irgendwelche geilen Maya-Ruinen oder sonstiges sehen. Maya, schau, Maya, Digga, die größte Lügnerland. 2012, die Welt sollte untergehen, Digga. Ich hab denen geglaubt. Viele Leute lügen. Bis heute die Mayas. Ja, aber bis heute die Welt ist nicht untergegangen. Mayas lügen, glaube ich. Ja, aber die haben mich verarscht. Viele verarschen. Hast du nicht Angst an diesem Tag, 21. Dezember 2012 oder sowas? Keine Angst davor. Gar nicht? Ich habe Angst vor anderen. Dann zeige ich euch das auch. 300 Jahre gebraucht. Um das aufzubauen? Ja, mich verarscht einfach. Vom Jahr 1200. Ich schwöre, ich hatte auch Angst. Ich schwöre sogar. Na, da hatte ich 50. Ja, woher weißt du denn das? Was denn? Dass ich Angst hatte. Cousin, du warst in deinem Zimmer unter Decke. Was laberst du für Scheiße, Digga? Wie, woher weiß ich das? Wer hat dich denn verarscht jetzt? Scheiße. Ja, Menjek! Oder? 1250 bis 1550. Masch. Ja, Maschallah. Wie viele Jahre? 1200. Das ist crazy. Ich denke mal, im Endeffekt weiß man eh nie genau, wie lange das gedauert hat. Das sind ja wahrscheinlich nur Schätzungen, weil im Endeffekt haben das ja Menschen gebaut. Ihre persönliche Reiseführerin. Okay. Ja, und das ist schon echt heftig. Ich würde da schon gerne hochklettern, aber man darf leider nicht. Okay, wir machen nicht, Bruder. Ich bin geboren bin und ich weiß absolut gar nichts. Ich bin froh, dass ihr mal unsere Videos schaut und dass wir uns das mit YouTube Money finanzieren können. Klar, ja. Digga, sei dir gegönnt. Habibi, Habibi, oh, der Arme, ja. Warum disliken so viele Leute? Der hat doch nichts gemacht, der Arme, ja. Gib dem mal einen Daumen nach oben, Digga. Wir müssen ihn supporten. Support ist wichtig. Danke, Mann, ihr bekommt alle ein Like von mir. An die OGs vom Ikea-Vlog. Erinnert ihr euch noch an den Fikus, den ich geholt habe? Bist du ein OG vom Ikea-Vlog? Nee, eigentlich nicht, Digga. Gebt euch mal, wie groß der ist. Ich sag dir ehrlich, in solchen Orten, ich hätte schon Angst, so Dschungel und so Geschichten. Boah, ich feier sowas eigentlich. Ich schwöre auf einmal Schlangen und so. Ich schwöre nur Angst vor diesen Tieren, die da lauern. Das Ding ist, was die machen. Stell dir vor, Schlange und so kommt auf einmal, ja? Flitterwochen, ich lese das erst hier. Ja, ach nee, Alter, Cousin! Die waren doch auseinander. Er hat doch richtig großes Statement gemacht, dann waren die wieder zusammen. Und dann hat er gesagt, die liebt mich wirklich, die hat nichts mit diesem Spanier und so, dies, das. Oder richtiger Film, ich schwöre, deswegen kommt er doch so Hate. Krass. Alle fühlen sich verarscht und so. Ach, das, was sie da machen in diesem Dschungel und sowas, fühle ich echt, muss ich echt sagen. Also ich finde sowas auch geil, aber ich habe Angst vor Tieren da, ne? Das geht gar nicht. Ich werde jetzt gleich die Cam umdrehen und ihr werdet sterben. Ich weiß nicht, ob man es so gut erkennt. Cousin, ich sterbe nicht wegen dir! Damit das klar ist, du Pisser! Calm down, man. Kennt, aber es ist absolut schön. Du musst jetzt sterben. Was ist ein Dulli, ja, ey. Das Wasser ist türkis. Sieht einfach so schön aus. Und es ist mein erstes Mal, dass ich an der Lagune bin. Ich glaube von Ellie auch. Und da ist so ein Aussichtsturm. Wenn wir später auf dem Rückweg sind, gehen wir auf einem, der mitten im Dschungel ist, hoch. Das sieht einfach so schön aus. Und jetzt machen wir gleich eine zweistündige Tour mit so einem Boot. Das wird extrem geil. Also ich bin richtig geil.
ob ich versteht, aber es macht so Spaß. Digga! Geil, Alter! Es ist so blau. Ich war noch nie mit jemandem in der Gruppe. Aber es ist super. Bruder, er ist der beste YouTuber. Ich sag euch so, wie es ist, ja. Aber boah, das Wasser sieht echt krass aus, ne? Sieht sauber aus. Ich schwöre, sieht sehr geil aus. Bruder. Du musst jetzt die Westen anziehen. Und wir haben für diese Tour umgerechnet, also für diese zweistündige Bootstour, ungefähr 50 Euro pro Person gezahlt und für den Eintritt, was sind 100 Pesos? 4 Euro ungefähr, ja. So wild. Judika. Fischies. Echt geil aus, Mann. Es sieht so verdammt schön aus. Okay, Ellie und ich sind jetzt auf einem Turm, der 20 Meter hoch ist. Er denkt, er ist Fortnite-Turm ganz oben und so. Solche Geschichten denkt der Mann. Jetzt eigentlich Fortnite-Musik laufen lassen, ehrlich. Absolut lebensgefährlich, hier hoch zu klettern. Und es knirscht auch ein bisschen, wenn ich hier runterfalle. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Absolut 20 Meter hoch. Sicherheit hier oben ist gleich 0. Wenn das hier zusammenbricht, war es das komplett. Gebt euch das mal. Ich weiß nicht, ob man es so gut sieht. Fortnite! Aber es ist extrem weit oben. Da hinten sieht man die Lagune. Also hier jetzt eine kurze Aufnahme, um euch zu zeigen, wie steil das nach unten geht und wie weit das nach unten geht. Junge, Menschen mit Höhenangst. Alter. Ich habe halt keine Höhenangst, aber ich bekomme trotzdem. Ich schon, Digga. Weiche Knie. Allein wenn ich hier runterschaue und wie steil das ist. Ich frage mich manchmal, ist das Höhenangst? Ich habe keine Angst vor Höhe. Aber, ne, da würde ich auch raufgehen, weil das geht noch. Aber zum Beispiel, wenn das jetzt noch unsicherer wäre, würde ich dann nicht raufgehen. Nein, das hat nicht. Ist das Höhenangst? Nicht, nein, das ist nicht Höhenangst. Was? Das ist nicht Höhenangst. Dann habe ich keine Höhenangst. Das ist nicht Höhenangst. Das ist so crazy. Oder ich würde nicht sagen, dass es Höhenangst ist, Digga, wenn du dir nicht sicher bist. Also bei mir ist halt nur, genau, wegen der Unsicherheit. Ja, zum Beispiel, wenn da nur ein... Ja, Unsicherheit, das ist aber nicht Höhenangst. Okay. Höhenangst ist, wenn du ganz oben bist und auf einmal so, hä? Ich habe ja, das ist so mein Problem, Digga, also, sag ich dir ehrlich. Von oben runter gucken und so, wenn du ganz nee, oben bist, Digga, das ist gar nicht doof. Anders! Okay, ich kletter jetzt runter. Falls das Video niemals online kommen sollte, wisst ihr wieso. Junge, wir fahren gerade Quad! Es ist so geil! Ich hatte selten so viel Spaß in meinem Leben und wir haben eine 40 Meter hohe Zipline gemacht, weil ich einen kleinen Zip hab, ja, Serebe! Deine will auf jeden Fall Kooperation mit Zip-Verlängerung haben. Zip. Also seinen Zip einmal in Chat, Digga, damit wir euren Zip mal sehen kurz. Der war for real, es ist so geil. Gebt euch mal. Ist for real der beste Urlaub, den ich jemals hatte. Das Wasser sieht echt krass aus. Ja, safe. Das muss man sagen. Okay, wir sind jetzt auf dem Rückweg. Wir sind gleich in Barcelona. Was? Outro, weil ich vergessen habe. Also ich sag euch ehrlich, Digga, ne? Brutales. Hat er erstmal ein Abo da lassen, Like hat der Mann schon, Digga. Wir werden C-Max auf jeden Fall verfolgen, Digga, ne? Ich will auch gerne mit C-Max verreisen, Digga, wenn das so einfach ist, ne? Ehrlich, also, Digga. Digga, das Ding ist. Ja, Top-Kombi. Vor einem Monat Ellie bezüglich mit Spanien, in zwei Wochen Ellie bezüglich mit Mexikanern. Ja, Digga, bei ihnen ist egal, ist nicht so wichtig halt, ne? Ja, kann er. Er braucht halt jemanden, mit dem er abhängen kann und so. Ich bin bereit. Da komme ich auch raus aus mir und so, Digga. Dann können wir nach Mexiko. Übernächstes Video Hochzeit in Australien, übernächstes Video Scheidung auf Madeira.